Schau, probieren wir doch mal eine unserer neuen Fähigkeiten. Om! Hey, das gefällt mir. So, sind wir auf dem richtigen Weg. Jawohl. Das ist gar nicht mal mehr weit weg. Ach, hier waren wir doch schon mal. Hier waren wir sogar schon mal. Aha, das ist also der Ort. Hinter mir sind noch ein paar von diesen Fleischräubern. Also diese Speer haben ja auch nichts drauf, außer Zahnbelag. Okay, probieren wir mal, was passiert denn, wenn wir 5 treffen? Gescheitert? Warum das denn? Ich kann ja sagen, warum das gescheitert ist. Müssen wir hier oben etwa hoch? Okay, das ist natürlich uncool. Müssen wir uns hier anscheinend einen anderen Weg suchen. Aktionspaket. Eigentlich könnte ich auch mehrere Sachen mitnehmen und verkaufen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so blöde. Ja, das ist natürlich jetzt die Sache. Wie kommen wir da oben hoch? Schauen wir doch mal. Überhaupt, ist das überhaupt da oben? Naja. Wir werden es gleich sehen. Hier oben steht das. Erste Lektion. Finde die vermissten Schüler. Wir werden sehen. Schnetzeln wir nochmal kurz ein wenig rum. Wenden nochmal unsere neue Fähigkeit an. Die Berserker, die können sogar richtig was. Die wehren ein paar Schläge von mir ab. Bomb. Okay. So, wir erkunden neues Gebiet, so wie es scheint. Hier sind wieder ein paar von diesen Speeren, die können wieder überhaupt nichts. Habe ich gerade einen Roboter aus dem Boden geholt. So, dann wollen wir doch mal schauen. Flussdelta haben wir entdeckt. Also bei World of Warcraft ist es mir sogar einige Male passiert, dass ich einfach irgendwie weitergelaufen bin, auf einmal ein ganz neues Gebiet entdeckt habe und dann waren da Viecher, die sind wirklich mit Abstand einige Stufen höher gewesen als ich und haben mich dann einfach immer andauernd getötet. Aber das liegt auch einfach an meinen nicht vorhandenen Erfahrungen. Sodele, hier haben wir doch mal die vermissten Schüler gefunden, na wunderbar. Hallo. Wie geht es ihm? Ganz er sollte super. Sich im Jedi-Tempel ausruhen. Aber wenn du nicht aufgeben willst, kann ich ihm in der Zwischenzeit helfen. Gib ihm das letzte Colto, wenn es sein muss. Der nächste Kampf steht kurz bevor. Hallo? Hey, schön, noch einen lebendigen Padawan hier draußen zu sehen. Ihr könnt von Glück reden, dass euch diese Kreaturen noch nicht erwischt haben. Ihr müsst die vermissten Padawane sein. Nein, das seid ihr nicht. Ich habe euch gesucht. Was ist hier passiert? Ich wusste es. Ich wusste, dass sie uns retten würden. Wir suchten nach Weisheiten des Jedi-Kodex. Die Fleischräuber haben unsere Prüfung gestört. Ich hatte noch nie so einen Kampf. Wir haben ihn getötet, aber Jerridan wurde schwer verletzt. Am liebsten würde ich echt sagen, was für ein erbärmlicher Haufen. Die habe ich doch auf Stufe 1 sogar besiegt. Okay. Euer Freund, wie schwer ist er verletzt? Er hat große Schmerzen und sollte sich nicht bewegen. Es wäre falsch, wenn Jedi einen Kampf und Rache suchten, während jemand anderes leidet. Das ist deine Meinung, Minaus. Wir haben uns aber anders entschieden. Ausbildung hin oder her. Ein Haufen Tiere wird uns nicht daran hindern, Jedi zu werden. Sie hat doch recht. Jedi geben nicht auf, oder? Sie liegt falsch. Im Kodex heißt es, es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Richtig. Es reicht, Minaus. Wenn ihr uns Hilfe anbieten wollt, wir könnten sie brauchen. Helft uns, um die Fleischräuber büßen zu lassen. Ihr geht nach Hause. Ihr beschreitet einen gefährlichen Pfad. Ihr und eure Freunde müsst zum Lager zurück, solange ihr noch könnt. Aber wir stehen so kurz davor, die Prüfung zu beenden. Das tut mir jetzt leid. Nein, das tun wir nicht.
Wie ich sehe, habt ihr einen Signalsender. Gebt ihn uns und sobald wir unsere Sachen zusammengesucht haben, geben wir das Signal zur Abholung. Ja, wenigstens einer, der mit mir einer Meinung war. Gut, anscheinend haben wir gerade diese 50, die uns gerade auf dem Bildschirm erschienen ist, und diese, ja, dieses blaue Licht dazu. Das heißt wahrscheinlich, dass wir gerade 50 helle Seitepunkte, helle, dunkle Seite, Punkte erreicht haben, ja. Manche Antworten im Gespräch belohnen den Spieler mit helle Seitepunkten. Das kennen wir, also ich jedenfalls kenne es aus Star Wars Knights of the Old Republic. Ja, oder die dunkle Seitepunkte. Deine Entscheidungen in Gesprächen können deine Stufen auf der hellen oder der dunklen Seite beeinflussen. Du kannst deine Stufe auf der hellen oder dunklen Seite ansehen, indem du dein Charaktermenüfenster öffnest. Einige Gegenstände, die du in der Welt findest, stellen bestimmte Anforderungen an deine Stufe. Zum Beispiel hell, ein, hell 3, okay. Also wahrscheinlich einige Instanzen, die man nur machen kann, wenn man richtig toll ist. Damit du sie benutzen kannst, diese Gegenstände sind auf der hellen im gesamten Spiel verfügbar oder erhältlich. Ich kann es gar nicht lesen, weil wir gerade mitten wieder im Kampf sind und genervt werden. Bom! Gibt's erstmal ordentlich Backenfutter. Bababababam. Mir gefallen diese overpowerten Jedi-Fähigkeiten. Okay. Zum Jedi-Orden geht's darum natürlich. Es geht in die komplett andere Richtung. Wer hätte das gedacht? Ich werde jetzt das hier noch nicht schneiden, aber ich glaube, irgendwann, wenn wir einfach viel reisen werden und ich das Spiel schon ein bisschen besser kennengelernt habe, dann werde ich die Reisen einfach skripten oder einfach überschneiden, damit ihr nicht diese ganzen Sachen mitkriegen könnt. Mitkriegen müsst, meine ich, selbstverständlich. Aber im Moment kann ich noch so viel erzählen zu diesem Spiel und solange mir der Gespräch, der Gesprächsstoff nicht ausgeht, sehe ich auch noch keinen Sinn drin. Ja, zum Multiplayer-Aspekt, ab Stufe 10, ich glaube, ab Stufe 10 kann man sich zum ersten Mal zusammenschließen zu einigen Gruppen. Und dann werden wir, bis jetzt sind wir 4 Leute, zusammen rumlaufen und vielleicht einige Instanzen noch hinkriegen, solange die Beta noch läuft. Das wäre natürlich extrem cool, wenn wir da noch irgendwie was zustande kriegen, was das angeht. Kehre zu dem Meister zurück. Ah ja, genau, wir können jetzt die erste Quest abgeben. Hier oben werden wir jetzt gleich die erste Quest abgeben und das werde ich jetzt eben schnell machen. Das werde ich jetzt skripten, weil ihr ja so, euch sowieso denken könnt, was da passiert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Euer Felix. Ciao. Ja, und da bin ich wieder zurück. Wir haben die Quest abgegeben und unsere ersten Schuhe erhalten. Und zwar die Stiefel des Jedi-Anwärters. Wir haben dazu 9 Rüstung, 4 Ausdauer und 3 Willenskraft dazu erhalten. Und sind jetzt straight on the way zum Jedi-Tempel, jetzt mal wirklich, ohne irgendwie wieder irgendwas abzugeben. Anscheinend sind hier aber schon wieder einige Feinde, die eine höhere Stufe haben. Da können wir gleich nochmal ein bisschen leveln. Aber ich möchte jetzt wirklich erstmal schauen, wie das neue Gebiet hier aussieht. Auch eine Sache, die ich an diesem MMORPG viel besser finde, einfach die Musik. Obwohl Blizzard natürlich verdammt gute Musik immer liefert, auch die Trailer und so von Blizzard sind echt geil. Ich wäre auch dafür, dass Blizzard mal einen Kinofilm herstellt, aber es ist einfach Star Wars und da kommt einfach nichts ran. Ich kann noch so viel Blizzard, World of Warcraft, geil Musik, Trailer, Wurstkopf herstellen, an Star Wars kommt einfach nichts ran. Das tut mir ja dann leid, aber macht mir jetzt schon ziemlich Spaß. Okay, gehen wir jetzt mal in den Jedi-Tempel. Sieht die Map auch wieder ganz anders aus hier natürlich. Kantina, Tempelmarkt und in die Richtung. Ich hoffe mal nach oben. Nee, es wird wohl nicht oben sein. Ich denke mal, es wird unten sein, oder? Kann man hier unten überhaupt längs? Ja, kann man. Dann schauen wir doch mal auf der Karte, wie es zu unserer Meisterin geht. Hier gibt es so viel zu entdecken, das ist echt unglaublich. Aha, okay, was passiert jetzt? Ich habe jetzt gerade irgendwas aus Versehen gedrückt. Das geht nicht. Es liegt nicht mehr in meinen Händen, Kaisen. Das ist eine Unglück.
um ihr Dras Ortagorsk. Aha. Ich habe nicht... Padawan, komm doch herein. Das hier ist Kaisen Fess, ein alter Freund. Er macht hier einen Jagdausflug. Eine heilige, trandorschanische Tradition. Das ist eine eklige Riesenechse. Das war wirklich das Erste, was ich gedacht habe. Aber, ist er ein Jedi? Ich glaube eher nicht. Ich denke mal, das ist so ein Schmuggler oder Jäger oder irgendwie sowas. Es ist mir eine Freude, ja. Es ist mir eine Freude. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Dornor Basruk, in der Christ, Santalis, Mordavrapsak. Das sehe ich auch so. Möge die Zählerin wachen. Aha. Einigen Leuten, sogar einigen Jedi, missfällt meine Freundschaft mit Kaisen. Ich wollte, dass du ihn kennenlernst, bevor du von Gerüchten beeinflusst wirst. Zuerst einmal danke für die Sicherstellung der Hologramme. Kein die Ding. Jedi haben auch ohne den Verlust ihrer Geschichte in letzter Zeit schon genug verloren. Einer der Holoprojektoren wurde entwendet, bevor ich da sein konnte. Ich weiß. Und es war nicht einfach irgendeiner, wie es scheint. Er enthält das Hologramm des berüchtigten Meister Rajivari. Habe ich da nichts von gehört? Rajivari war ein weiterer Gründer der Jedi. Er ist der dunklen Seite verfallen. Ah, oh, Scheiße. Er verriet den Orden, bei dessen Erschaffung er mitgeholfen hatte. Er verriet den Orden wie? Was genau hat Rajivari getan? Über sein Leben ist leider kaum etwas bekannt. Rajivari war unglaublich mächtig. Dieses gestohlene Hologramm könnte seine finstersten Geheimnisse beinhalten. Wir müssen es finden. Der Dieb stammt sicher aus Kalikori. Dort haben sich illegale Twi'lek-Pilger angesiedelt. Viele von ihnen sind arm oder hungrig. Warum ist ihr Dorf illegal? Und Jedi-Relikte sind sehr wertvoll. Mal sehen, was er dann sagt. Man kann sich ja... Nee, kann man doch nicht machen. Ich dachte, man könnte sich anzeigen, was dann passiert. Schauen wir jetzt mal, was das für Twi'lek sind. Warum sind diese Twi'lek hier? Religiöse Verfolgung vertrieb sie aus ihrer Heimat. Hier fanden sie Zuflucht, aber ohne die Erlaubnis der Republik. Ich möchte, dass du nach Kalikori gehst. Herausfindest, wer den Holoprojektor entwendet hat und ihn sicherstellst. Aber sei vorsichtig. Die Twi'lek verstoßen gegen republikanisches Gesetz. Wir dürfen ihnen keinen uneingeschränkten Schutz anbieten. Nicht einmal, wenn die Fleischräuber angreifen. Die Beziehungen sind angespannt. Sobald die Dorfbewohner die Situation verstanden haben, können wir uns bestimmt einigen. Suche in Kalikori Bashen den Käpt'n der Dorfwache auf. Er kennt dort jeden und hat vielleicht auch den Holoprojektor gesehen. Ich glaube, es ist eine gute Lektion für dich, diese Pilger zu treffen, Padawan. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Okay, Klassenmissionsumfrage, alles klar. Wie würdest du den Handlungsverlauf dieser Klassenmission bewerten? Gut. Wie würdest du den Inhalt dieser Klassenmission beurteilen? Gut. Wie würdest du die Sprachausgabe bewerten? Ich fand die eigentlich sehr gut, also warum nicht? Warum nicht mal gute Bewertungen abgeben? Wie würdest du die dunkle, helle Seite-Option dieser Klassenmission bewerten? Es gab eigentlich keine. Also muss ich ganz ehrlich sagen, schlecht, weil... helle Dunkelseite-Option dieser Klassenmission, die gab's eigentlich nicht. Ich sag unterdurchschnittlich, vielleicht habe ich es auch nur nicht entdeckt. Ja, abschicken. Erhaltene Belohnung, wunderbar. Dann war das doch schon mal richtig, dass ich gar nichts mitgenommen habe. Zack, jetzt sehen wir auch schon cooler aus. Und, schauen wir doch mal. Unser Inventar ist voll. Dein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll? Ist der betrunken? Du kannst entweder Gegenstände an Händler verkaufen oder Credits bezahlen, um dein Inventarmodul zu erweitern. Klicke hierzu mit der linken Maustaste auf dein Inventarmodul erweitern Schaltfläche in der Mitte deines Inventarfensters. Wo ist das denn? Inventar, Kapazität, da, erweitern. 5000 Credits, alles klar. Wir sehen uns dann in 2 Jahren wieder, bis ich das fertig habe. Starry Klossen Bereich Einzelspieler. In diesem Bereich. Sorry, klasse Start. Egal. Schauen wir nochmal auf die Map. Wo ging es denn hier wieder raus? Hier ging es raus, ne? Ja. Hier oben ist zum Jedi-Tempel, Ebene 2. Und nochmal Ebene 2. Da werden wir, keine Ahnung, ich denke mal oft genug noch zurückkehren. Ich kehre jetzt erstmal wieder ins Missionsgebiet zurück. Und schau mal, ob wir irgendwie, neue Waffen oder so kaufen können. Das wäre natürlich was Feines. Wir haben ja noch kein richtiges Lichtschwert.
Lady Gaga. Okay, das nächste Missionsziel. Der hier gibt mir eine Quest. Schauen wir doch mal. Was sagst du mir? Hallo. Hallo. Ihr seid sicher der Padawan, von dem Meisterin Yuan gesprochen hat. Wenn wir ja, habt einer der 10.000. Wären, würde ich sagen, ihr seid genauso süß, wie sie euch beschrieben hat. Aber da wir Jedi sind, sage ich nichts dergleichen. Tut mir leid. Ich plappere. Meisterin Yuan wollte, dass ich euch daran erinnere, dass sie meint, dass Jedi Kampfkünste erlernen sollten. Und sie sagte, ich soll sagen, dass ihr das auch machen sollt. Für ein Jedi-Zeit ziemlich albern. Nein, soll ich irgendwo hingehen? Und wer wird mich in der Kampfkunst unterrichten? Oh, sicher, sicher. Tut mir leid. Geht zum Meister Wettel im Tempel. Er sieht nicht nach viel aus, aber er kann einem unglaubliche Sachen zeigen. Viel Glück. Möge die Macht mit euch sein. Die ist mir irgendwie sympathisch. Schauen wir mal, hier gibt's noch mehrere Quests, die ich annehmen kann.